Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich war eine Woche im Urlaub, also gut erholt. Komme jetzt halt gleich wieder ins politische Gedränge. Aber die Herausforderungen nehmen wir natürlich gerne an. Ja, heute Weltflüchtlingstag. Die Zahlen erschrecken und zeigen ja nur auf, dass auch wenn die Grenzen dicht gemacht werden, das Problem nicht vom Tisch ist. Tatsächlich müssen immer mehr Menschen fliehen. Das hängt damit zusammen, dass die Fluchtursachen in der Tat nicht wirklich bekämpft werden. Nach wie vor fliehen die meisten Leute vor Krieg. Dazu kommt natürlich soziale Not, Verfolgung und es kommt immer mehr dazu auch die Folgen des Veränderung des Weltklimas. Diese Ursachen müssen dringend angegangen werden. Ich glaube, der größte Irrtum ist, und das erklärt auch ein bisschen den Erfolg der AfD, dass immer alle sagen, das ist zwar richtig, aber das geht doch nicht schnell. Und das halten wir genau für falsch. Natürlich kann man ganz schnell die Waffenexporte stoppen und damit eine Ursache für Krieg mit beenden. Man kann ganz schnell Friedenspolitik machen. Man kann ganz schnell die UN-Flüchtlingslager besser ausstatten, damit die Leute in der Nähe ihrer Heimatländer leben können. Man kann ganz schnell auf eine europäische Lösung drücken. Und all diese Dinge müssen dringend gemacht werden. Und was natürlich jetzt da ist, die Flüchtlinge sind da und sie müssen jetzt integriert werden. Und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe und da hört man gar nichts mehr davon. Was man mit Sicherheit sagen kann, wie Integration nicht funktioniert, wie es unser Innenminister de Maizière macht. Also es ist jetzt das zweite Mal, dass er eine Behauptung aufgestellt hat, nämlich dass Flüchtlinge zu schnell krankgeschrieben werden von den Ärzten und hinterher sagen muss, ich habe aber keinen Beleg dafür. Das hat er schon mal gemacht mit den Taxifahrten. Ich glaube, damit werden Vorurteile gegen Flüchtlinge genährt und das nützt in der Tat nur der AfD. Das ist ein Kurs, wie Integration nicht gelingt und wie man Verständnis für die Menschen, die auf der Flucht sind, praktisch eher zertritt, als dass man es fördert. In der Tat wären die materiellen Mittel jetzt da, ein Wohnbauprogramm zu leisten, ein Bildungsprogramm zu leisten, genügend Lehrkräfte einzustellen, den öffentlichen Dienst aufzubauen und ein Arbeitsmarktprogramm aufzustellen, das tatsächlich die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert und insbesondere immer die Leistung dabei zu bringen, dass die Menschen, die hierzulande Angst haben, sozial abzusteigen oder die schon längst abgestiegen sind, dass die nicht gegen die Flüchtlinge ausgespielt werden und umgekehrt. Das ist die Leistung, die jetzt vollbracht werden muss. Wir hätten die Mittel dazu und wir sind der Meinung, diese Leistung muss dringend angegangen werden. Was heute als Kompromiss zur Erbschaftssteuer für Familienbetriebe vorgelegt wurde, ist ehrlich gesagt ein Skandal und eine Frechheit und keine wirkliche Lösung des Problems. Ich bin erstaunt, dass Herr Gabriel sich darauf eingelassen hat. Ich wollte ihn eigentlich überwiegend loben heute, aber jetzt bei der Erbschaftssteuer kann man es wirklich nicht machen. Ja. Seehofer hat sich durchgesetzt in den meisten Punkten, was dann irgendwie wie Bürokratieabbau daherkommt oder Absenkung quasi der Vermögensbewertung. Das sind alles Punkte, die Seehofer gefordert hat und die noch mehr begünstigen, dass reiche Erben keine oder nur wenig Erbschaftssteuer bei uns im Land bezahlen müssen. Ich möchte noch mal betonen, dass Deutschland das Land ist mit der geringsten Erbschaftssteuer für reiche Erben. Und damit muss Schluss sein. Das kann nicht die Doktrin sein unserer Politik. Bei Bürokratie hat man beim Hartz-IV-Empfänger überhaupt kein Problem, denn mit allen bürokratischen Auflagen zu versehen und mit Sanktionen zu hinterlegen. Aber wenn es quasi um reiche Leute in dieser Gesellschaft steht, dann sinkt quasi die Hemmschwelle dramatisch ab. Es war nicht zu erwarten, dass wirklich ein größerer Wurf rauskommt. Das war ja im Vorfeld schon klar. Ob dieser Entwurf wirklich dem Bundesverfassungsgericht standhält, würde ich bezweifeln. Die Privilegierung von Betriebsvermögen ist unverändert drin im Gesetz gegenüber allen anderen Vermögensformen. Grundsätzlich halten wir aber diesen Weg für falsch.
Es werden jährlich 250 Milliarden Euro Firmenvermögen vererbt. Der Staat könnte locker, ohne diese Leute zu überlasten, das Doppelte einnehmen. Man verzichtet quasi freiwillig auf mindestens 5 Milliarden Euro Einnahmen, mit denen man in der Tat ganz andere Aufgaben bewältigen könnte. Dieser Weg wird nicht beschritten. Der Nachweis, dass Arbeitsplätze durch eine höhere Erbschaftssteuer gefährdet werden, ist bisher nicht erbracht worden. Es gibt auch keine Fälle, wo Betriebe in Insolvenz deswegen gegangen werden. Also hier können wir mit diesem Kompromiss wirklich nicht leben. Und ich finde, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft können auch damit nicht leben, weil sie als Lohnsteuerzahler oder als die Menschen, die im Mittelstand angehören, die den Staat am Leben erhalten, die müssen hoch unzufrieden sein, dass die Steuerlast weiter auf ihnen lastet, während reiche Vermögende weiterhin geschont werden. Das ist umso mehr unverständlich, als Gabriel ja in einem Interview am Wochenende im Spiegel ja ganz andere Töne von sich gegeben hat. Er hat gesagt, es ist unerträglich, wie der Reichtum inzwischen falsch verteilt wird und wie Manager großer Firmen wirklich absahnen und wie gleichzeitig in der Gesellschaft Menschen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und das muss grundsätzlich geändert werden. Damit hat er einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Er hat auch gesagt, wir brauchen ein Bündnis links der Mitte gegen rechts. Ich glaube, auf dieser allgemeinen Ebene ist es vollkommen richtig. Wir leiden schon seit Jahren darunter, dass es keine klare Alternative bei Wahlen für die Menschen gibt. Sie können bei uns nicht entscheiden. Wir wählen entweder einen linken Block oder ein linkes Lager oder wir wählen ein bürgerlich-rechtes Lager und damit klare Alternativen damit verbinden. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren wirklich die Rechten in der Gesellschaft bestärkt, dass doch die Sozialdemokratie immer Bestandteil des neoliberalen Lagers war und eher große Koalitionen gemacht hat als Linksbündnisse. Man kann ja daran erinnern, Rot-Rot-Grün hätte ja im Bundestag eine Mehrheit. Aber es ist eben nicht damit getan, dass man das allgemein feststellt, sondern es muss auch konkret benannt werden, wie sollen praktisch ein Mitte-Links-Bündnis aussehen, das diese politischen Verhältnisse, die er kritisiert, tatsächlich ändert. Und der Lackmustest findet eben im Konkreten statt. Und deswegen schlagen wir vor, hier mal 4 bis 5 Punkte wirklich konkret anzugehen. Das ist erstens, der Mindestlohn muss erhöht werden. Ich meine, die Bundesregierung stellt selber fest, man braucht 11,68 Euro, um eine armutsfeste Rente zu bekommen. Da können wir nicht mit 8,50 Euro oder jetzt 8,70 Euro daherkommen. Das Zweite ist, die Rentenkürzungen müssen dringend zurückgenommen werden und das alte Rentensicherungsniveau muss wieder auf 53% angehoben werden. Ob das überhaupt ausreicht, um auskömmliche Renten zu schaffen, wird man dann sehen. Andere Länder sind da weit drüber und wir brauchen dringend eine armutsfeste Mindestrente. Anders geht es nicht. Wir können nicht zulassen, dass die Hälfte der Bevölkerung in Altersarmut geht. Wir müssen ein Programm gegen prekäre Arbeit machen. Das, was zu Leiharbeit und zu Werkverträgen gemacht wurde, ist ein schlechter Witz zulasten der Beschäftigten. Wir könnten jetzt ganz schnell zur paritätischen Finanzierung des Gesundheitsbereiches zurückkehren. Jetzt kommt heraus, dass Gröhe 1,5 Milliarden entnehmen will aus dem Gesundheitsfonds, mit der Folge, dass für die Arbeitnehmer, nur für die Versicherten, jedes Jahr die Krankenversicherungsbeiträge um 0,2% steigen. Auch die SPD fordert eine Rückkehr zur paritätischen Versicherung. Das könnte man sofort machen. Und fünftens, natürlich braucht man auch eine Einigung bei der Friedenspolitik. Aber ich will damit sagen, die eigentlichen Trockenübungen, die nützen nichts, sondern man muss wirklich jetzt konkret
eine Übereinstimmung herbeiführen. Und dazu würde ich dringend raten, Gespräche auf der Parteiführungsebene zu führen, um eine Liste der Gemeinsamkeiten zu machen. Und zweitens könnte man dort auch den Lackmustest machen, ob es nur eine Änderung der Kommunikationsstrategie ist vor der Wahl, was wir ja öfters schon erlebt hatten. Vor der Wahl geht die SPD ja ganz gerne nach links, um nach der Wahl wieder rechts abzubiegen, oder ob es ernst gemeint ist. Und natürlich am schönsten wäre es, wir würden vor der Bundestagswahl noch 2, 3 Projekte finden, wo man mit der rot-rot-grünen Mehrheit die größten sozialen Verwerfungen zurückdrehen könnte. Ein paar Andeutungen habe ich ja schon gemacht. Und natürlich, ich will das nicht allzu hoch heben mit dieser Präsidentschaftswahl, auch nicht parteitaktischen Erwägungen praktisch unterstellen. Wir haben ja immer gesagt, die Person sollte soziale Empathie haben, ein Gefühl für das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, müsste friedensliebend sein. Und wir könnten uns sicher darauf einigen, dass wir dann rot-rot-grünen Kandidaten oder Kandidatin aufstellen könnten, müsste natürlich auch weltoffen sein, dürfte auf keinen Fall irgendwie in Verbindung mit Fremdenfeindlichkeit stehen. Aber es wäre sicher auch ein Signal, ob Rot-Rot-Grün oder jetzt mit dem Linksbündnis, was Gabriel angesprochen hat, überhaupt irgendwo eine Grundlage hat. Ich bin gespannt, wie diese Frage weitergehen wird. Aber wie gesagt, wir sind bereit, aber es muss konkret werden. Es muss einen konkreten Politikwechsel geben. Letzter Punkt, den ich ansprechen will. Ich will doch sehr unterstützen die Bemerkungen vom Außenminister Steinmeier zur NATO. Er hat vollkommen recht. Die NATO-Manöver und die Verlagerung der NATO-Stützpunkte nach Osten sind eine Provokation für Russland. Sie sind nicht friedensdienend. Und man sollte kein Säbelrasseln unternehmen. Die Kritik, die er jetzt abkriegt, ist völlig unberechtigt. Ich bin ganz froh darüber, dass Steinmeier eigentlich in der Tendenz unserer Auffassung folgt, die wir schon seit Jahren in dieser Frage vertreten. In diesem Zusammenhang kann man ihn nur ermuntern, diese Linie beizubehalten. Wir werden keine Friedenslösung ohne Verhandlungslösungen mit Russland hinbekommen. Insofern begrüßen wir auch das Bestreben von Frau Merkel, ein neues Treffen zur Ukraine, zumindest 2, herbeizuführen. Und es kann nur den Weg der Verhandlungen geben. Dieser Weg wird dann leichter sein, wenn man endlich mit diesen unsinnigen Sanktionen aufhört. Die Sanktionen haben sich nicht als wirkungsvoll erwiesen. Sie sind inzwischen kontraproduktiv, sowohl außenpolitisch als auch wirtschaftspolitisch, und sollten dringend beendet werden. Natürlich wäre es ein Weg von Steinmeier, dass man das stufenweise macht. Noch besser wäre es, man würde den Mut finden, diese Sanktionen sofort zu beenden.